Das zweite deutsche Fernsehen präsentiert Ihnen Ausgabe Nummer 1 der Hitparade. Am Mikrofon Ihr Dieter Thomas Heck. Guten Abend. Guten Abend, Dieter Thomas Heck. Ach, Tommy, lange ist das her. Dankeschön. Aber richtig hübsch bist du geworden in der Zwischenzeit. Ja, damals war ich 15, die Zeit läuft. Das war am 18.01.69 und von diesem Augenblick an kommt diese Sendung aus dieser Stadt, aus Berlin. So jung wie eh und je und keiner kennt sich mit dem Schlager so gut aus wie Dieter Thomas. Ich weiß, wann ich weichen muss. Dieter, das ist deine Runde. Tommy, ich danke dir. Ich tue dies gerne, meine Damen und Herren. Ich sage Ihnen jetzt eine Interpretin an, die einmal mit einem gewissen Mann begann, den sie unbedingt zum Mann haben wollte. Dann folgte eigentlich Hit auf Hit, ein paar Ausflüge zum Jazz waren ebenfalls dabei. Freu dich bloß nicht zu früh oder die Frau, die dich liebt, man liebt sie. Ihr neuester Titel heißt so wie das, was sie jetzt hat, nämlich Lampenfieber. Erinnern Sie sich an Gitte? Nimm gleich den von nebenan, denn der ist bei der Bundesbahn. Da rief ich no, 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 no. Mit dem würde ich des Lebens nicht mehr froh. Ich will den K.H. Wär sehr schön, ich hätte Figur von der Lorraine. Produzent vom Film kommt dann, der würde dann mein Ehemann. Da rief ich no, 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 no. Mit dem würde ich des Lebens nicht mehr froh. Ich will nen K.H. Sie will einen Cowboy als Mann. Das war vor 20 Jahren. Bis jetzt hat es noch nicht geklappt. Aber so wie sie aussieht, kann sie noch 20 Jahre Zeit lassen. Aber dann muss er kommen.